So, YouTube, hallo, hallo und willkommen zu Skull and Bones. Ja, wir sind langsam im Dunkeln. Oha, es braut sich ein Sturm zusammen über unseren Köpfen im wahrsten Sinne des Wortes. Und verdunkelt die Sonne. Was ist hier los? Das weiß ich auch nicht. Jubelt! Die haben vorhin schon gejubelt, als ich kurz hier lang bin. Faules Pack. Nix macht ihr hier mehr für einen. Ihr werdet alle hängen. Wir gehen erstmal zu den Briefen, nicht wahr? Und gucken uns, was wir an schöner Post bekommen haben. Großartige Arbeit. Okay, kann ich den irgendwie... Kann den nicht löschen, nicht? Verwerfen? Mehr verwerfen? Ja. Was haben wir hier? Sohn der Freiheit. Ah, die Iron Will. Viele kennen sie als das Schiff, das allen Widrigkeiten trotze und den Clown der Company immer wieder entkam. Sie war ein prächtiges Raubtier und hat mir geholfen, meine reiche Vorsee zu erschaffen, ein Überfall nach dem anderen. Ich frage mich, wird das euer Arbeitswert? Ein Sambuke, die euer Gegner knusprig brät? Eine Brigante, die eure Gegner mit euch zerteilt? Oder ein Padekavang, um sie alle zu übertreffen? Habe ich doch schon. Okay, wir kriegen eine Truhe, Überreste, Tigerschatten und Tigerkopf. Ab ins Lagerhaus. Was soll ich damit sonst? So, bei hier ist immer, da muss man so lange reden, wenn man in das Haus will. Und ich weiß gar nicht, wir haben gestern noch Aufgaben bekommen, nicht wahr? Was haben wir denn für schöne Aufgaben bekommen? Erstmal haben wir hier im Archiv, im Kodex ganz viele Sachen. Fernrohr 3 können wir jetzt herstellen anscheinend. Okay. Was haben wir noch? Speer, bessere... Neue Waffen. Gar nicht verkehrt. Blöd. Also das ist halt so eine typisch auch Ubisoft-Sache, nicht? Alles einmal anklicken. Kann man hier nicht sagen, alles als gelesen markieren? Nee, wahrscheinlich nicht. Raketen. Jetzt haben wir alles, oder? Oh nee, da ist noch mehr. Überlagernde Schuppen. Werkstätte. Noch mehr. Da unten. Boah. Schiffsvorräte. Reparatursets. Nahrung. Da haben wir fast alles freigeschaltet. Nicht? Gegrilltes Essen. Mannschaftsproviant kennen wir. Wasser haben wir alles. Das sieht aus wie ein Hut. Teulingskaffee. Und gekochte Gerichte. Na gut. Sonst? Was leuchtet hier noch? 5. Weiß gar nicht, was hier los ist mit 5. Kann ich hier sagen, ich möchte das haben? Anscheinend. Spiel der Könige. Okay, also wir können uns hier wirklich auch for free hocharbeiten und die Sachen nach und nach freispielen, die es hier gibt. So, dann gucken wir in die Aufgabenliste. Was haben wir denn heute zu erledigen? Ah, ich glaube, wir mussten... Ups, die Karte ist auch super. Wir mussten hier noch zu der guten Janita. Genau. Das haben wir gestern Abend nicht mehr gemacht. Janita, oh, Janita, oh. Du, 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 du. Heute lädt wenigstens auch die Textur. Wenn auch... Irgendwie verläuft das langsam, oder? Le Pont... What? Es verläuft wirklich. Okay, ich habe einen Witz gemacht und die Textur sagt, ja, den mache ich mit. Gut, Ubisoft, gut. Dann ab zu der Dame. Fühlt euch wie zu Hause. Versenken oder ihr schwimmen. Habt die Banden in ihrem eigenen Spiel geschlagen. Natürlich. Eine reife Leistung. Ja, ihr weiß seid ich. Jetzt bereit für den nächsten großen Schritt. Ich nehme gleich den übernächsten. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass euer Kontor ausgebaut wurde. Ach, solche wirklich? Vorteile bringt der Erfolg hier eben mit sich. Mhm. Wie ich auch wohl gehofft haben. Mindestens ein Zimmer mit Klimaanlage brauche ich. So. Was können wir hier... Können wir auch Ballisten und sowas jetzt kaufen bei ihr. Sie kriegt halt auch immer mehr Zeug, je höher wir im Level steigen. Oh, kriegt aber ordentlich viel mehr, nicht? Gamba, Gamba! Aber wir brauchen keine Gamba.
Wir gehen zum Schmugglerversteck. Kennt ihr Teluk Penjara? Ah, das ist ein kleines Fischerdorf östlich von hier. Oder war es zumindest. Jetzt gehört es zu uns. Sehr gut. Ich habe eine Schwester dort, die macht, was ich mache. Nur besser. Ihr Kontor ist als Opiumhöhle getarnt. Und zäh. Sie heißt Huma und ist nicht so nett wie ich. Nehmt's nicht persönlich, aber sie mag niemanden. Nicht mal mich, um ehrlich zu sein. Falls ihr größere Fische fangen wollt, ist sie die Richtige. Sie kann euch Beute zeigen, die es hier nicht gibt. Habt ihr Humas Vertrauen gewonnen, kann sie euch viel beibringen. Ich lege ein gutes Wort für euch ein. Der Rest liegt an euch. Dieses Abzeichen weist euch als zuverlässiges Mitglied unserer Organisation aus. Das könnte euch bei Huma helfen, aber verlasst euch nicht drauf. Vergesst eure Janita nicht, Galbi. Ich habe mich so an euch gewöhnt. Hier wird es immer was für euch geben, wenn ihr mich besucht. Okay, okay. Das heißt, wir müssen jetzt zu den asiatischen Raum hoch nach Indonesien. Okay, unser Kontor wurde ausgebaut. Das ist eine riesige Grottenhöhle. Was ist denn da oben beim Schiff los? Das sieht aus, als ob da das ganze Ding wackelt. Da ist doch ein Grafikfehler. Das hängt da irgendwie an diesem Seil und damit das Seil wackelt, wackelt irgendwie das Ganze und das hängt irgendwie an meiner Mausbewegung, wie ich gucke. Sehr merkwürdig. Beachten wir es nicht weiter. Okay, wir haben Schnaps gebrannt oder hatten wir den schon abgeholt? Dann müssen wir einen neuen Schnaps machen. Genau, da können wir neu machen. Wie viel haben wir denn? 30. Warte mal, können wir doch so machen. Zack, dann brennen wir den einfach mal. Ich kümmere mich drum. Ja, ja, kümmere dich drum. Wehe, wenn nicht. Dachte, die haben irgendwie wenigstens mehr bekommen, aber anscheinend nicht. Das Einzige, was wir bekommen haben, ist jetzt das hier. Das war der große Ausbau, oder was? So, die Versorgungswege, da könnten wir mehr Rum besorgen. Beziehungsweise halt mehr Zuckerrohr, nicht? Weil die Preise... Ja. Wir haben so viel Rum, ich müsste den eigentlich mal... Ups. Mal loswerden. Das wäre viel wichtiger. Oh. Okay. Blauer Lotus-Opium wollen die haben. Umherstreifend. Das ist alles, was geht, oder was? Hier, weißer Schädel rum. 84 Mal. Ich habe 68. Krass, okay. 23. Den könnten wir abliefern. Hier können wir auch abliefern. Das ist beides unten, nicht? Okay, dann können wir das annehmen. 21 und... 23. So. Und wunderbar. Da haben wir endlich mal ein paar vernünftige Aufgaben, die uns voranbringen. Und normaler Mensch hat eine dumme Frage. Wenn ich viele Jahre kein Rad gefahren bin und fahre dann von heute auf morgen eine 50-Kilometer-Tour mit einem 5.000-Euro-Mountainbike, warum ist man dann plötzlich krank und kann nicht arbeiten? Hatte so einen Fall gerade. Vielleicht überanstrengend, vielleicht den Motor falsch angemacht, vielleicht die Hand irgendwo zwischen gehabt, wo man sie nicht zwischenhalten soll. Und dann kam der Piratenfluss und hat sie abgehackt. Dann wäre ich natürlich auch krank. Kokosnüsse und Co. brauchen wir auch nicht. Ich würde sagen, wir stechen direkt in den See, nicht wahr?
Oder wollen wir mal gucken, ob er hier irgendwas Neues an Rezepten hat? Kapitäne beginnen euch zu fürchten. Hammern und Plündern? Nee. Das Eisenschmieden, Level 2 Aufgaben, haben wir alle schon erstellt. Kann man gucken. Aber er hat hier auch nur Torpedo Level 1. Und die beiden Waffen hier, auch nicht interessant. Also, und herstellen, da haben wir die Baupläne nicht. Wir haben nur die Baupläne für die Level 1 Sachen. Die müssen wir halt besorgen über Aufgaben oder einkaufen gehen. Bombarde 3 haben wir. Die haben wir sogar schon gebaut und an Bord. Hilft uns also auch nichts. Mörser, Rakete. Können wir auch noch nicht. Da müssen wir, glaube ich, im Rang auch aufsteigen, um die Sachen zu bekommen. Hier steht auch, wo man die Baupläne durchaus kriegt. Kiste voller Kanonenkugeln. Genau, wir brauchen unbedingt Kanonenkugeln. 300? Klingt gut. Und Torpedos müssten wir herstellen. Kiste voller Bombarden, Mörser, Torpedos. Kann in der Region Küste von Afrika gefunden werden. Offiziere der Kompanie korrupt. Ah, in der Kalmangrove. Alles klar. Ja, da müssen wir eh hin in die Richtung. Das ist doch super. Beim Zimmermann können wir gucken, ob wir unsere Sachen aufwerten lassen können. Es geht mich ja nichts an, aber man hört richtig üble Dinge über den Piratenkönig. Ja, über den Piratenkönig hört man ganz üble Dinge. Und über Pixel Dude auch. Denn er sagt Mahlzeit und willkommen im Chat. Und gestehe. Denn wir wissen schon längst alles. Oh, ich wollte das nicht kaufen. Megafon, warum sollte ich das kaufen wollen? Scheiße. Bin mit meiner fetten Fingerkuppe wieder abgerutscht. So passiert das halt. Okay. Korsar müssen wir aber dafür wehren. Für die neuen Sachen. Das heißt, da kommen wir nicht weiter. Moradeur 1 müssen wir dafür wehren. Ah, okay. Sehe schon. Was haben wir hier? Auch irgendwelche Sachen, die können wir noch nicht herstellen. Hier auch nicht. Ausbalancierter Mast. Erhöht Beschleunigung und Verlangsamung um 8%. Da brauchen wir aber noch Shellac. Meine Schwester war stark und schön. Ja, ja. Sie fehlt mir. Reparatursatz, aber nur Level 1. Hilft uns auch nicht weiter. Ich husche mal weiter. Bis dann, Seelentrost. Viel Spaß auf Arbeit oder beim Schlafen und dann auf Arbeit. Erhol dich gut. Ihr solltet euch retten, Kapteni. Oder vielleicht faul war der Radfahrer, sagt normaler Mensch. Naja, weiß man nicht. Du unterstellst ja gerade ganz böse Dinge. Hier können wir auch noch mehr Zeugs kaufen. Weil das ist dieser Standardkram nicht. Better haben wir schon. Verkaufen können wir nur die beiden Sachen. Bis bald. Das hilft uns also alles nichts. Das heißt, wir müssen auf Erkundungstour gehen und uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Uns wird niemand etwas schenken im Leben. Arr. So, dann müssen wir die Fracht verwalten. Wir legen ab. Also das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Oh, was haben wir hier? Achso, da müssen wir nach Norden fahren. Okay. Wir haben ein bisschen zu viele Kanonen. Wir nehmen so 300 mit. Mörserbomben sind okay, aber Torpedos machen mir Sorgen. Bomben für Bombarde haben wir auch noch genug. Ballisten. Ich glaube, ich habe gar keine Balliste. Ich kann das doch hier mal weg. Die Schatzkarten nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, ob Schatzkarte alt, ob wir die schon geholt haben. Ich denke mal, aber ich bin mir sicher, nicht sicher. Fisch kommt auch erstmal ins Lagerhaus. Wir haben Brot, Hähnchen und Wasser dabei. Und wir brauchen Rum. Selbstgebrannten Schädelrum. Da ist er. Ich weiß gar nicht, wie viel. 21 und 23, nicht? 40, 43. Den nehmen wir doch mit. Und wir haben hier noch eine Schatztruhe, die wir öffnen können. Da ist der Fernrohr und das Jagdspeer drin. Wow. Okay. Hätte ich mal die Truhe früher aufgemacht, als ich sie bekommen habe. Dann hätte ich nämlich gewusst, dass ich gleich die Sachen herstellen gehen kann. Arrr.
Hallo, Herr Zimmermann. Ich war an meiner Post. Wir können noch mal reden. Was ist? Braucht ihr noch mehr von mir? Ein neues Fernrohr. Oh ja. Wir haben sogar alles da. Scheibenglas, Wacholderplanken, Zinkbahn und das Fernrohr Level 2. Jawohl, dann können wir nämlich noch weiter gucken. Und ein Jagdspeer. Level 4. Ah, den kann man erst ab Level 4 herstellen, oder was? Ah, nee, wenn man was herstellen kann, rutscht das nach vorne. Alles klar. Ich weiß nur gar nicht, wie man den Speer ausrüsten kann. Ich glaube, das geht nur, wenn man... Warte mal. Ich glaube, das geht nur, wenn man auf einem kleinen Schiff ist. Ich könnte auf ein kleineres Schiff wechseln, aber dann sind wir halt auch angreifbar. Hm. Bounty. Level 15. Level 5. Tangana Rabe. Die Aufgaben sind schon schwer, nicht? Aber gibt 5000 Gold. Für Level 5? Klingt nicht verkehrt. 5000 Gold kann ich gebrauchen. Ich habe zwar 85.000, aber 100k wären irgendwie noch besser. Was können wir hier machen? Ale schmuggeln. Ich will mal Aale. Da steht Ale. Jagd auf Händler. Bücher stehen. Bewaffnung Feuer. Arr, die Kompanie geht mir auf die Nerven. Wenn ich meine Schmuggelware nicht haben kann, dann soll sie niemand haben. Verbrennt sie, brennt alles nieder. Shelby, der Schmuggler. Er hat auch keinen guten Tag, nicht wahr? Na ja. Dann machen wir die doch auch. Ups. Ja, das Spiel ist so träge. Ich drücke Escape, es passiert nichts. Ich drücke Escape. Das Menü geht zu. Escape, neues Menü geht auf. Ah. Und das erste Mal Segel setzen heute. Arr. So. In die Wanten. Wer kennt den Spruch noch? Anno lässt grüßen. Wir haben ein Schiff zu versenken. Los. Nur eins? Ich hoffe, wir haben mehr zu versenken als ein Schiff. Volle Segel. 14 Knoten, so gehört sich das. Okay. Da wäre der. Oder warum ist die markiert? Dann sehen wir da doch mal hin. Wo ist eigentlich unsere Begleiterin? Ach, da. Stur steht sie da. Unser Äffchen auch ganz brav. Wir haben eine Schiff. Oh oh. Bring uns ich will eigentlich jetzt nicht kämpfen. Ich habe hier jetzt das neue Fernglas. Aua. Das kriegen die zurück. Damit sie uns nicht verfolgen können. Schönen Mörser hier rauf. Muss er nämlich beidrehen. Und schön Torpedos. Zack, den ersten ins eine, den nächsten ins andere. Der macht uns Aua, der ist Level 7. Och du Scheiße, die haben uns in die Zange genommen, das war eine Falle. Okay, okay, okay. Ich muss erst den da. Okay, wir sind schon getroffen worden. Ich habe die von vorne gar nicht wahrgenommen. Oh, oh, oh. Okay, wir entern sie. Nee, 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 wir entern nichts. Wir nehmen mal ein bisschen was an Nahrung zu uns. Und werden mal auf unsere Hauptwaffe umschwenken. Die Mörser-Dinger. Weil dann sind sie gleich... Geschichte. Und die nach hinten... Kriegen noch ein Torpedo ab. Entern wir sie, Captain.
R. Ah, wir sind zu schnell für den Borden. Ich würde die gern schon borden. Da sind sie langsam. Aua. So. Hoffentlich gehen wir nicht kaputt, während wir entern. Das wäre fies. Kann ich uns heilen? Ich kann uns nicht heilen. Okay, das Entern, wenn man schon angeschlagen ist, ist nicht gut. Wir respawnen aber auf See. Da kriegen die zurück. Wo kamen die denn beide her? Haben wir uns echt überrascht. Was das Schiff da macht? Euch versenken. Ladet die Waffen. Nur schießen. Oh, eine fette Breitseite in das kleine Schiff. So, ich hätte noch zwei Schuss gebraucht, nicht? Ups. Die Schäden sind kaputt, Captain. Was sollen wir tun? Und du kriegst noch einen fetten Torpedo rein. Sonst sind wir geliefert. So. Ich hab sie da, wo ich sie haben wollte, nämlich kaputt. Aber wir sind auch schon wieder gut angeschlagen. Ach, weil ich den Rum dabei hab, nicht? Okay, das ist nicht gut, dass ich den Rum dabei hab. Okay, jetzt bin ich natürlich hart angeschlagen. Shitty. Aber die Waffen sind wieder zu laut, nicht? Ich merke das immer. Das geht einem nach ein paar Sekunden so auf den Senkel. Ich mache das mal noch deutlich runter. Ist echt schwer einzustellen hier. Gesamtlautstärke, Musik. Musik ist wieder sehr leise. Ich kann eigentlich lauter. Eigentlich müssten wir jemanden anlaufen jetzt. Ein Hafen oder so. Nicht, dass noch mehr Piraten kommen, weil dann haben wir... Ja, wir sind Freibeuter, nicht? Eigentlich sind die anderen Piraten. Wir sind Freibeuter. Wir sind die Guten. Shit, da sind schon wieder zwei, ja. Shit, 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 shit. Was mit denen da? Auch. Okay. So. Shit. Ja. Oh, gerade noch heilen konnte ich uns. Oh, die Torpedo ist leider genau vorbeigesemmelt. Die haben irgendwelche Waffen von den Asiaten, so Raketen. Richtig übel. Okay, aber der erste ist weg. Wir müssen mal aufpassen, bei Zweien, die machen auch so Sonderwaffen, sowas, dass wir da nämlich nicht reinrudern. Ah. Okay, der ist ziemlich schnell. Der hat unsere Säge zerstört. Der ist schon echt stark. Aber gegen unsere Mörser haben die eigentlich nichts. Ups. Nichts entgegenzusetzen. Ja, die Kleinen, die sind nur Beiwerk, nicht? Ich glaube, die normalen Kanonen sind auch gar nicht mehr so relevant. Wir können eigentlich auf die verschichten. Ach, ich habe ja auch andere Kanonen auf der einen Seite, nicht? Habe ich ja auch. Stimmt, die haben wir gestern noch gewechselt. Ich weiß gar nicht, was hier haben. So, die können wir entern. Nee. Nicht aufgeben! Mach weiter!
habe nicht mehr so viel Reparaturzeug dabei. Du Scheiße. Boah, der Kleine, also die Kleinen hauen richtig rein. Hey, ich wollte bohren. Jawohl. So. Ich finde schade, dass das hier nicht noch so ein Minigame ist oder sowas. Gut gemacht. Alles nehmen. Erteilt ihnen eine Lektion. Oh, 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 oh. Wenn das trifft, das sind die teuren Dinger, die richtig wehtun. Ja, da kann man nichts machen. Der ist so übertrieben. Der hat halt eine hohe Feuerrate. Okay, Respawn auf See. Okay, also die Großen sind gar nicht das Problem, sondern die Kleinen. Ladet die Waffen. Ist er schon weg? Nee. Der Mörser ist auch noch nicht bereit. Oh, keine Gnade. Jetzt müssen wir das ganze Zeug hier mal einsammeln. Ich hoffe, die respawnen nicht immer, wenn ich sterbe. Vier sind halt auch echt eine fiese Sache. Nicht gegen zwei oder so alleine. Das geht, aber gegen vier. Und jetzt haben wir nur noch die Hälfte der Hauptenergie. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Hafen anlaufen. Aber erstmal alles einsammeln, was jetzt hier übrig geblieben ist. Wacholderbeeren. Ah, sehr, sehr gut. Moon haben wir auch schon. Also wir können durchaus mal nach Indien rüber. Nach Indien. Ja doch, ist ja Niederländisch-Indien. Freigespielt. Die Karte ist ja soweit von mir. Das hatte ich alles in der Beta gemacht. Von daher haben wir da einen guten Vorlauf. Ich weiß, wo es alle Sachen gibt. Kapteni, wir können diese Rohmaterialien gegen so viel Silber eintauschen. So, wir haben wieder alles an Bord. Wo ist denn der nächste Hafen hier? Das ist wirklich der da unten erst. Hm. Und da können wir uns nicht reparieren, nicht? Wir können uns erst hier unten reparieren. Dann hoffe ich mal, dass auf dem Weg nicht noch mehr kommt. Aber ich muss sagen, ist wenigstens nicht so frustrierend umgesetzt. Nicht? Also man geht unter, man kann sofort respawnen. Und wenn man an der Stelle, wo man ist, nicht respawnen kann, dann kann man erstmal im Hafen respawnen. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ich weiß noch, in der ersten Alpha oder Beta, da hatten wir das Problem, dass wir immer wieder gespawnt sind. Kurz vorm Hafen. Aber da war ein richtig schwerer Gegner, der immer um den Hafen rumgesegelt ist. Und der hat uns halt einfach die ganze Zeit das Schiff mit einem Schuss zerschrotet. Und wir haben alle Sachen verloren, weil wenn man die Sachen nicht einsammelt, dann sind die halt weg. Und das war halt super ärgerlich, weil man halt keine andere Möglichkeit hatte, erstmal irgendwie im Hafen zu spawnen, um dann sich zu reparieren. Das ist dann erst dazugekommen. Küste von Tenia. Plündern könnten wir die. Nee, das will ich nicht. Oh, wir fahren jetzt mal ein bisschen schneller. Wir waren zuerst auf diesem Kurs. Ich fahre euch einfach um. Blöde Franzosen hier. Kompanie. Ach, du Scheiße. Oh ne, es sind wieder vier. Okay, wir müssen hier weg. Ja, ja, und ich transportiere kostbare
Wartet, wir müssen nach hinten sauber machen und dann hauen wir ab. Oh, sehr gut. Das Große haben wir schon besiegt. Jawohl. Wir können nur einmal getroffen werden. Hier ist kein Hafen. Okay. Umfahren wir die südlicher. Dann eben so. Ah, jetzt haben wir ein richtig geiles Fernrohr. Wir müssen nur 11 Schiffe versenken. Wir haben also noch einiges vor uns. Und ich habe eigentlich schon mit das stärkste Schiff. Das Einzige, was man halt verbessern kann, ist wirklich Abwehr und Waffen. Und ich glaube, das ist ein relevanter Faktor. Wir können die mal singen lassen. Singt! Können Sie ja gern versuchen. Wir sind Delfine. Wir transportieren kostbare Rohstoffe, Captain. Kämpft entschlossen oder die schicken uns dann selber auf den Meeren. Wir laden noch nach, Captain. Ja, dann ladet schneller nach. Sehr gut. Das hat ihn zum Abdringen gezwungen. Boah. Und rein in den sicheren Hafen. Lass die immer zu viert auftreten. Ach, weil ich zwei Aufträge habe, nicht? Oh. Oh, ich habe zwei Aufträge angenommen. Was für ein Kampf. Der Korrupte. Wie? Die arme Kompanie. Livre Tausch. Nee. Die haben hier doch die Sachen. Brandbombarde. Brandbombarde. Brandvollkanone. Bombardenwerkstatt. Entschlossenheit der Legion. Kanonenkugeln. Bomben. Bojengranatenkiste. Alles klar. Reparatursets. Wasser. Aber das sind nicht die Sachen, die ich will. Kommt wieder. Ich wollte gerade sagen, wer ist er denn? Mein Zwilling. So langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. Hier muss es noch mehr Händler geben. Zu denen müssen wir. Ja, das ist der Schmuggler. Das sind die betrunkenen Franzosen. Ein lausiger Captain. Hier. Ah, dann brauchen wir neuen Rum, neuen Zuckerrohr, nicht? Um mehr Rum herzustellen, wenn die 83 wollen. Das Geschäft läuft nicht. Ich habe nichts für euch. Hallo. Da oben gibt's 32. Gibt's hier was in der Nähe? 32 nur da oben. 16 da oder da. Das sind aber Schiffe. Und das wäre an der Siedlung. Dann nehmen wir das an. Dann haben wir 32.
Das lief ja aalglatt. Das lief ja aalglatt, ja. Wie die Töne auch einfach verzögert kommen, nicht? Oh, da, Kanonenkugeln. Da ist auch noch was. Auch nochmal. Sehr gut. Irgendwo ging es noch nach oben. Oben war auch noch irgendwo was. Auch mal schön diese Ruhe. Der Einzige, der plappert, bin ich. Was haben wir da? Fische oder so. Boah, der stinkt schon. Brauch keinen stinkenden Fisch. Das erinnert mich immer an Asterix und Obelix. Die haben doch auch immer so ein Fischproblem. Kokosnüsse brauche ich auch nicht. Oh, was hier? Da kann ich nur runter, oder? Nee. Schatz, da braucht man die Schatzkarte für. Aber es fühlt sich wirklich an, als ob man besoffen ist mit der Steuerung. Die Steuerung. Oh, auch mehr Kanonen. Weil er einfach so träge ist. Oh, die haben aber auch ganz schön gebechert. Wir können hier das Feuer entfachen. Aber du bist nicht das Feuer. Wo ist denn das? Und mehr Kanonenkugeln. Auch gut. Hier geht's ja richtig weit. Ja, stimmt. Manche waren richtig weitläufig. Da. Wahrscheinlich brauche ich 20 Minuten, bis ich von der Insel bin. Ah ja, ja. Oh. Was ist das denn? Eine Achterbahn, eine Wasserbahn. Sehr gut. Noch mehr Kanonenkugeln. Okay, warum habe ich erst 200 gebaut, wenn hier 200 rumliegen? Weiß man nicht. Hätte ich mal gleich ansteuern sollen, diese Insel. Die Türe ist leider zu. Kokosnuss. Nee. Am Anfang habe ich immer alles aufgesammelt, was am Boden rumlag, nicht? Ich hatte irgendwann mal 500 Kokosnüsse, die komplett mein Lager gefüllt haben oder noch mehr. Na gut, dann müssen wir hier wohl mit denen nochmal reden. Mit dem Offizier. Salut. Reden wir über das Geschäft. Du hast nichts dabei. Pistolen sind hier günstiger, aber das war's auch schon. Kaufen will er nichts? Können wir aber noch mal Wasser aufnehmen? Kommt und seht, was ich habe. Der hat Malaria, mit dem wollen wir nicht reden. Okay, dann sind das nicht die Offiziere. Ach, die an der Küste von Afrika haben das, nicht? Wir sind ja auf der Roten Insel. Ja gut, lesen hilft. Wo ist denn der... Oh, noch mehr Kanonenkugeln. Sehr gut. Wo ist denn unser Lager? So, normalerweise hier ganz in der Nähe. Kann man das... Man konnte das irgendwie einsehen. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ah, das ist der Händler. Das Lager da, 18 Meter. Da! Boah. Gut versteckt, das finde nicht mehr ich selber wieder. Oh, schöner Rum drin, wichtig. So, jetzt markieren wir die Sachen wieder. Markieren, markieren, markieren. Oh, haben wir noch Reparatursets? Level 3? Ne, nur 2er, nicht? Shit, shit, shit. Ich muss mehr die 2er als die 3er einsetzen. In Panik setze ich aber immer die 3er ein. Das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber. Silbertruhe, 8 Stück, können wir öffnen. Rüber, rüber. Ins Lagerhaus übertragen. Sehr gut. Und bei denen öffnen. 10.000 Silber? 96.000. Wir sind fast Millionäre. Okay.
Finde ich gut. Habe ich das Essen nicht gesagt drüber? Sehr schick. Dann haben wir wieder aufgeräumt. Bombardendinger, die können wir mal rüber bringen. Oh, aber nicht alle. So. Bombarde, was an Bombarde? War das vorne die? Nehmen wir 200 mit, das passt immer. Bombarde, genau, okay. Mörser, Kanonenkugeln, Torpedos ist unser Sorgenkind. Up in the water. Und die Segel setzen. Reparieren. Ganz wichtig. Nicht vergessen. Okay. Was haben wir hier wieder? Ach so, wir haben noch drei Münzen. Apropos drei Münzen, ich wollte mir die neue Farbe mal angucken. Was machen wir denn im nächsten Hafen? Aber jetzt werden wir auch nicht mehr verfolgt, nicht? Wir haben den Rum abgeliefert. Buddelvoll Rum schaffen wir nicht. Bewaffnung Feuer. Wo ist das? Wir müssen mal drehen hier. Versenke Kompanie-Kriegsschiffe. Kompanietürme. Ja gut, da wären wir ja eigentlich genau hier richtig, oder? Außenposten, nee. Hauptsiedlung, Seevolk, nee. Hier ist eine Siedlung, aber ohne Siedlung, okay. Isle Royale. Militärische Festung. Das sind die Türme, nicht? Seevolk. Kompanie, Wachturm, Level 10. Aua. Level 7. Den würden wir kriegen hier, den da. Aua. Und Schiffe der Kompanie sollen wir versenken, oder? Ja, von uns. Was ist los? Angst vor dem Tod? Oh, er ist weg. Sehr schön. Da haben wir das erste von 11 Schiffen versenkt. Und drei Türme brauchen wir. Ja, den Level 7er Turm, den kriegen wir hin. Aber die anderen, na, da weiß ich nicht so. Okay, wir haben das neue Fernrohr. Was ist das? Ah, Handelsschiff. Compagnia Royale. Eine Korvette gesichtet. Oh, nee. Schade. Okay. Wir müssen dich da. Ah? Jawohl. Sehr schön, direkt weg. Und tschüss. Und Schiff Nummer 2. Das zählt nicht als Kriegsschiff. Aber komm, das muss doch Kriegsschiffe anlocken. Nö. Jetzt neutral. Gut. Alle feuern! Hätte ja sein können. Bartik. Wir brauchen Shellac nochmal. Nickel. Schmugglermarken. Was ist das? Aber das ist doch auch ein Turm.
Er ist nicht eingezeichnet offiziell als Turm. Das ist von der Kompanie, Level 8. Gut, dass er nicht eingezeichnet ist. Dann können wir ihn ja auch besiegen einfach. Autsch. Das lockt hoffentlich auch Franzosen. Ah, das kann man Musik. Was ist das hier? Ich weiß nicht was. Alle feuern! So, ein Turm haben wir. Zählt der? Der zählt nicht mehr für die Aufgabe. Was? Was? Wow. Wow, bin ich enttäuscht. So, was sind denn das hier? Batterieschiff, Chorflotte. Oh, oh. Oh, scheiße. Die habe ich zu spät gesehen. Ja, das ist unsere. Ja. Boah. Was sind denn das für Schiffe? Die kenne ich ja noch gar nicht, diese mit den schwarz-roten Flaggen. Ich habe die aus Versehen angeschossen. Ich dachte, das sind Franzosen. Krass. Aber warum der Turm nicht zählt? Das ist ja Kacka. Kämpfen wir ihr lieber mit den Franzosen. Wir halten uns da raus. Wir sind auch Level 9. Da tauchen immer gleich 30 Schiffe auf, nicht? Das ist ein bisschen unausgegoren in diesem Spiel. Oh oh, der nimmt Fahrt auf. Wir können kein Wasser nehmen. Wir müssen erstmal unsere Sachen einsammeln. Stimmt, scheiße. Oh no, ich habe ja gar nichts an Bord. Vielleicht müssten wir friedlich mit denen sein. Gut, dass ich umgedreht bin. Ich hoffe, der haut. Die bekämpfen sich gegenseitig. What the fuck? Ja, ja, ihr und eure Kräfte. Was ist denn da mit denen los? Das ist doch alles Chorflotte. Warum schießt ihr auf euch? So, wo sind meine Sachen? Habe ich sie eigentlich gut weggebaitet? Eigentlich war es richtig so. Die Franzosen sind mir noch auf dem Fersen, nicht? Was ist das wohl, Kapitän? Sieh doch, Kapitän! Das Schiff, das wir brauchen! Ja, ich will aus diesem Ansichtsmodus, danke. Jawoll! Eins versenkt. Feindliches Schiff! Wir haben uns verstärkt, Kapitän!
So, den Franzosen können wir hier gleich mitnehmen. Jetzt feindlich. Warum? Ich greife die Franzosen an. Weg damit! Hallo Lytro! Weg! Jawoll! So gehört sich das. Die anderen waren ein bisschen zu stark, aber die Franzosen hier. Die kriegen was auf der Mütze! Und Torpedo hinterher. Jawoll. Oh, aber der ist Level 10, nicht? Au, oh, deswegen tut das so weh. Putz. Sind beide Level 10. Gut, vielleicht sollte ich mich da nicht einmischen. Was ist das hier? Das ist nur ein Handelsschiff. Der interessiert mich nicht. Wir brauchen keine Piraten, Handelsschiffe. Wir haben genug Geld. Ich nehme hier so ein Reparaturset 2, aber das hilft gar nichts, nicht? Eine Handelsroute entdeckt. Oh, es gibt noch neue Handelsrouten. Ah, wir fahren genau gegen den Wind. Und irgendwie die Türme hier, die haben gar keinen Sinn. Aber ich muss mal aus deren Reichweite rausfahren. Das wäre vielleicht noch hilfreich. Warum der Turm nicht gezählt hat? Ah, gut, der hat auch keine Markierung, nicht? Der wird auch nicht zählen, aber was ist... Dann sind... Ah, okay, weil der zum Lager zählt. Das heißt wirklich nur die Dinger hier. Shit. Das heißt, wir müssen... Die haben nur die drei Türme, nicht? Clan der Pharaoh. Hinten noch. Level 6. Okay, hier wäre cool. Hier sind Level 12. Nee, aber hier, die könnten wir. Verfolgt uns da. Ne, ist nur das Handelsschiff. Captain, Handelsschiff der Kompanie. Interessiert uns auch nicht. Port Hermine. Kein Geotastic. Nee. Unter der Woche nie. Geotastic hatten wir gerade am Wochenende. 8 Stunden oder so. Das reicht. Wir wollen Leute um ihr Haarpunkt gut bringen. Als Streamer bekommt man zu wenig von den Zuschauern. Deswegen gehen wir auf den Weltmeer und plündern und holen uns, was uns rechtmäßig zusteht. Und wenn dabei ein oder zwei Köpfe rollen, geschenkt. Da, wo ihr herkommt, kommen noch weitere, denen wir die Beute aus den Taschen ziehen können. Hier ist echt scheiße mit dem Wind. Frage ist... Okay, wir sind nicht mehr feindlich. Ist das ein Kriegsschiff? Ja. Level 10 aber. Oh. Aber wir könnten einen Erstschlag landen bei dem Schiff. Jawohl. Aua. Krass, haben die krasse Waffen. Level 10 ist zu stark. Das können wir vergessen.
Vor allem, wenn wir nicht voll ausgerüstet sind, nicht? Wir sind Level 7. So eine Scheiße. Gut, ich muss jetzt trotzdem an ihm vorbei, nicht? Meine Sachen zu holen. Ah, jetzt neutral. Sehr gut. Dann können wir die Sachen aufnehmen. Ja, es hat wenig Sinn. Wir müssen da hinten... an die Küste, glaube ich, eher. Was haben wir hier? Schmugglerlager. Da, ein Holzlager. An Backbord, Kapitän. Naja, Holzlager. Schmolzlager. Bei der Turm ja recht gut, aber wir sind nur noch halb da, nicht? Der Turm hat aber nicht so ein hohes Level. Aber hier sind noch andere Türme drumherum, nicht? Die uns angreifen könnten. Ach komm, was soll's? Das Leben ist zu kurz, um es nicht probiert zu haben. Rein da. So, und jetzt noch ein paar Mörserkanonen hinterher. Mal gucken, ob das halt zählt. Wenn das nämlich nicht zählt, dann ist eh egal. Zählt auch nicht. Okay, was ist da mit Kompanieturm gemeint, wenn der nicht gemeint war? Vor allem auch krass, ich zerstöre einen Turm von ihnen, ist ihnen egal. Ist damit wirklich das gemeint, die Festung? Nee. Was haben wir da? Das Klagelied des Piraten. Für Schnellreise anlegen. Ja, ich will aber da schnell hinreisen. Dann müssen wir da erst hinsegeln. Da hilft alles nicht. Außer die Gischt. Kommt, ein Lied. Für die nächste Folge. Oh, nicht schon wieder das. Wir haben auch nur noch ein Lied auf dem Zungen. Okay. Achso, wir sind ohne Energie. Ich würde sagen, ab in die nächste Folge.